بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته liebe Geschwister. Heute machen wir weiter mit einem neuen Namen Allah subhanahu wa ta'ala, und zwar dem Namen Ar-Razzaq. Ar-Razzaq bedeutet der ständige Versorger. Und ein anderer Name Allahs azza wa jal lautet Ar-Raziq, also der beste Versorger. Denn dieser Name Ar-Raziq wurde, wie wir gleich sehen werden, inshallah ta'ala, in einer Genitivverbindung erwähnt und deswegen eben der beste Versorger, wie wir gleich sehen werden, inshallah ta'ala. Ar-Razzaq wird an einer Stelle im Koran erwähnt, und zwar in der Aussage Allahs azza wa jal, Inna Allah huwa Ar-Razzaq Dhul Quwwatil Matin. Gewiss, Allah ist der Versorger, der Besitzer von Kraft und der Feste. Wir werden inshallah ta'ala uns noch befassen mit dieser Ayah, und zwar der Kontext dieser Ayah, warum oder wie Allah subhanahu wa ta'ala diese Ayah erwähnt hat und in welchem Zusammenhang. Ar-Raziq wird im Koran fünfmal erwähnt. Und zwar, wie gesagt, in der Genitivverbindung als Superlativ, also der beste Versorger. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَرْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Und versorge uns, du bist ja der Beste der Versorger. Oder der beste Versorger. Und Allah Azza wa Jalla sagt: والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين. Also denjenigen, die auf Allahs Wege auswandern, hierauf getötet werden oder sterben, wird Allah ganz gewiss eine schöne Versorgung gewähren. Allah ist wahrlich der Beste der Versorger. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Oder verlangst du von ihnen eine Entlohnung, aber die Entlohnung deines Herrn ist besser und er ist der Beste, der Versorger. Und Allah Azza wa Jal sagt, قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Sag, gewiss, mein Herr gewährt die Versorgung großzügig, wem von seinen Dienern er will, und bemisst auch. Und was immer ihr auch ausgebt, so wird er es euch ersetzen, und er ist der Beste der Versorger. Und Allah Azza wa Jal sagt, قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Sag, was bei Allah ist, ist besser als Zerstreuung und als Handel, und Allah ist der Beste der Versorger. Das ist also die Erwähnung dieses Namens im Koran. In der Sunna wurde der Name Ar-Raziq erwähnt, indem der Prophet sallallahu alaihi wasallam folgenden Hadith erwähnte. Und zwar sagt Anas radiallahu an, die Menschen sagten zum Propheten alaihi salatu wasallam, O Gesandter Allahs, die Preise sind gestiegen, so lege uns die Preise fest. Also die Preise für die Waren.
Da sagte der Gesandte Allahs, Allah ist der Festlegende, der Verwehrende, der Gewährende, der Versorger. Und ich hoffe, Allah zu begegnen, ohne dass jemand von euch mir gegenüber Ansprüche in einer Angelegenheit des Blutes oder des Vermögens hat. Das heißt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam wollte nichts festlegen, er wollte die Preise nicht festlegen, sondern es einfach dem Markt überlassen, dass die Preise dann sich regeln. Aber in diesem Hadith nennt der Prophet sallallahu alaihi wasallam eben Allah mit diesem Namen, und zwar Ar-Raziq. Das heißt, Allah azza wa jal hat zwei Namen, die sich mit Ar-Rizq befassen. Einmal Ar-Razzaq und einmal Ar-Raziq. Wieder die klassische Frage, wer hat den Namen Ar-Razzaq vorher noch nicht gekannt? Ar-Razzaq, zum ersten Mal gehört? Okay. Und wie sieht es aus mit dem Namen Ar-Raziq zum ersten Mal? Okay. Die Frage ist jetzt, wie bei vielen Namen Allahs, warum nennt sich Allah subhanahu wa ta'ala mit zwei Namen, obwohl sie beide ähnliche Bedeutungen haben? Es geht um das Gleiche, der Versorger. Warum begnügt sich Allah subhanahu wa ta'ala nicht mit einem Namen? Das haben wir bei vielen Namen Allahs. Zum Beispiel Al-Ghafur, Al-Ghafir und Al-Ghaffar. Hier hat er sogar drei Namen. Wegen der Schöpfung Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, Al-Fatir. Alles hat was mit Erschaffen zu tun. Warum nennt sich Allah mit mehreren Namen für ein und dieselbe Eigenschaft? Ja? Genau, es sind Stufen, genau. Es sind eben verschiedene Formen dieser Eigenschaft, sodass der Mensch noch mehr Wissen hat. Und diese Erkenntnis, liebe Geschwister, lässt das Herz in dieser Treppe des Glaubens aufsteigen. Das heißt, das Herz empfindet immer mehr Iman und Glauben. Ar-Raziq ist der Versorger. Brauchst du nur an einem Tag in deinem Leben Versorgung? Wir brauchen jeden Tag Versorgung. Jeden Moment brauchen wir Versorgung. Hierfür steht dann der Name Ar-Razzaq. Und ich hatte schon einmal erwähnt, dass dieser Aufbau, der nach einer bestimmten Schablone, nach einem bestimmten Schema geht, eben dem Schema Fa'al, ja, das reimt sich alles auf Fa'al. Razzaq, Tawwab, Qahhar, Jabbar und so weiter, Ghaffar, Mannan und so weiter, alle haben diesen Aufbau. Ja? Dieser Aufbau deutet auf das Wiederholen hin. Das nennt man auf Deutsch für die Germanisten unter euch eine Hyperbel. Also die Hyperbel ist eine Übertreibung, eine linguistische Übertreibung. Das heißt, es ist nicht einfach, sondern sehr, 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 sehr oft. Ja, und das nennt man auch im Arabischen so. Siratu Mubalara nennt man das. Also ein Ausdruck der Übertreibung. Übertreibung im Sinne von, dass es viel ist, dass es nicht nur einmal ist. Und weil Allah Azza wa Jal weiß, dass wir Menschen sehr, sehr daran hängen, dass wir versorgt werden, hat er uns diese beiden Namen gegeben. Erstmal seine Eigenschaft, er versorgt. Aber für unsere Herzen, wir brauchen noch mehr. Wir brauchen eben die Sicherheit, dass die Versorgung andauernd ist, dass sie nicht nur etwas ist. Und deswegen, als ich vorhin die erste Ayah erwähnt habe, gewiss, Allah ist der Versorger, der Besitzer von Kraft und der Feste. In welchem Kontext steht diese Ayah? Das ist in Surat Al-Dhariyat, zu Ende der Sura. Wer weiß das? Worum geht es vorher?
um die Versorgung, das ist ja diese Ehe, aber vorher. Weiß es jemand? Ja? Bitte? Dienen. Ja, und zwar eine Ehe, die, ich bin mir sicher, jeder kennt. Und ich habe die Dschinn und die Menschen zu nichts anderem erschaffen, als was? Als dass sie mir dienen. Und dann geht es wie weiter? مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينَ. Das heißt, ich verlange von ihnen keine Versorgung. Und sie ernähren mich nicht. Und ich verlange keine Ernährung. Vielmehr ist was? Gewiss, Allah ist der Versorger, der Besitzer von Kraft und der Fest. Das heißt, Allah Azza wa Jal erwähnt diesen Aspekt der Versorgung im Kontext der Ibadah. Warum? Warum erwähnt Allah Azza wa Jal das nach diesem Aufruf, dass Allah die Menschen und die Dschinn zu nichts anderem erschaffen hat? Es gibt keinen anderen Grund, außer Allah zu dienen. Warum erwähnt er dann das mit der Versorgung? Er hätte doch vieles anderes erwähnen können, Subhanallah. Dass obwohl er nichts von unserer Dienerschaft hat, er uns dafür trotzdem versorgt und belohnt. Dass er, obwohl er von uns nicht, also nicht abhängig ist von uns, trotzdem weiterhin versorgt, ja? Dass die Sorge nicht mehr da ist. Sehr schön, genau. Mach dir keine Gedanken über die Versorgung, konzentrier dich auf die Ibadah. Darum geht es. Konzentrier dich auf die Ibadah. Die Versorgung, die übernimmt Allah. Und das wissen wir ja, wie wir noch inshallah sehen werden, dass schon im Leibe der Mutter die Versorgung geschrieben ist. Niemand wird auf der Erde mehr oder weniger essen als das, was Allah Azza wa Jalla einem aufgeschrieben hat oder niedergeschrieben hat, als man im Leibe der Mutter war und vorher natürlich in der wohlbewahrten Tafel. Der Name Ar-Razzaq, der ist bei allen Gelehrten als Name Allahs Azza wa Jalla aufgelistet, da gibt es keine Unterschiede. Aber Ar-Raziq, den finden wir nicht bei allen Gelehrten. Nicht alle Gelehrten haben diesen Namen aufgelistet. Aber auf jeden Fall, wie schon erwähnt, ist es ein Name Allah subhanahu wa ta'ala. Kommen wir zum Sprachlichen. Erst einmal, wie gewohnt, Ar-Raziq oder Ar-Razzaq kommt vom Verb Razaqa und das heißt versorgen. Al-Imam Ar-Raghib al-Asfahani, einer der größten Sprachgelehrten des Islams, sagt, Ar-Rizqu steht einerseits für eine Gabe, die dauerhaft ist, gleich ob im Diesseits oder im Jenseits. Andererseits wird das Wort Ar-Rizq, also die Versorgung, für die einmalige Gabe eingesetzt oder auch für die Nahrung, die dem Körper zugeführt wird. Also beides können wir von diesem Wort Rizq ableiten. Die einmalige Versorgung nennen wir Rizq und die mehrmalige Versorgung nennen wir Rizq. Wenn ich einmal nur was erhalte, das ist Rizq. Und wenn ich eine Sache oft erhalte, nennen wir das auch Rizq. Beides ist Rizq, also Versorgung. Als Raziq, sagt er weiter, wird der Erschaffer der Versorgung bezeichnet, der die Versorgung gewährleistet und die Grundlagen dafür schafft. Und das ist Allah, der Erhabene. Auch ein Mensch kann so genannt werden, wenn er die Ursache für die Versorgung ist. Also damit können wir auch die Menschen bezeichnen. Natürlich ist die Versorgung des Menschen für einen anderen nicht so wie die Versorgung Allah subhanahu wa ta'ala. Mit dem Namen Razzaq wird jedoch ausschließlich Allah bezeichnet. Denn nur er kann andauernd und ununterbrochen versorgen. Was heißt das nun als Name Allahs? Al-Imam al-Tabari, der größte Tafsir-Gelehrte überhaupt. Al-Imam ibn Jaririn al-Tabari, rahimahullahu ta'ala, sagt, Ar-Razzaq ist derjenige, der seine Schöpfung versorgt und ernährt.
Al-Imam al-Khattabi, rahimahullah, sagt, er gewährleistet die Versorgung und lenkt die Versorgung jeder Seele. Seine Versorgung und seine Gnade umfassen die gesamte Schöpfung. Er beschränkt sich nicht auf die Gläubigen, sondern gewährt sie auch den Ungläubigen. Nicht nur seinen Gefolgsleuten, sondern auch seinen Feinden. Er lässt die Versorgung zum Schwachen gelangen, der keine Möglichkeiten und keine Einnahmen hat, genauso wie zum Starken und Fähigen. Daher sagt Allah Azza wa Jal, und wie viele Tiere tragen ihre eigene Versorgung nicht herbei, Allah versorgt sie und euch. Und er ist der Allhörende und Allwissende. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und es gibt kein Tier auf der Erde, ohne dass Allah seinen Unterhalt oblege und erkennt seinen Aufenthaltsort und seinen Aufbewahrungsort. Alles ist in einem deutlichen Buch verzeichnet. Al-Imam al-Sa'di, rahimahullah, unterteilt die Versorgung in zwei Arten auf. Einmal eine allgemeine Versorgung und einmal eine besondere oder auch spezifische Versorgung. Was könnte die allgemeine Versorgung sein und was ist die spezifische? Was könnte der Unterschied sein, ja? Und die spezifische? Mashallah, sehr schön. Genau. Die allgemeine Versorgung ist die Versorgung für die Menschen, die Tiere, die Pflanzen, ob sie gläubig sind oder nicht gläubig sind, alle werden versorgt. Und hier müssen wir mal innehalten. Dass wir mal verstehen, was es bedeutet, dass Allah alle versorgt. Schaut euch die Meereswelt an. Ein Wal. Wie viel Versorgung benötigt dieses Gebilde, dieses Geschöpf? All diese Lebewesen im Wasser. Alle essen und trinken sie, alle ernähren sie sich, alle atmen, alle leben, alle bewegen sie sich oder auch nicht, wenn sie zum Beispiel Korallen oder so und so weiter. Jeder Einzelne wird versorgt stundenlang, Tage, Wochen, Monate und Jahre lang. Und das übernimmt Allah subhanahu wa ta'ala. Das übernimmt Allah jalla wa ala. Das ist die allgemeine Versorgung. Dann gibt es eine besondere, eine ausgewählte Versorgung. Und die ist die Versorgung der Herzen. Mit dem wahren Glauben und der Rechtleitung. Mit Wissen und Glaube. Und diese Versorgung ist eine ehrenvolle Versorgung, weil sie nur wem zuteil wird? Nur dem, der auch an Allah subhanahu wa ta'ala glaubt. Und deswegen ist die Frage, dieser Name Ar-Razzaq, wie oft haben wir Allah um Rizq angefleht und gebeten? Haben wir da auch ab und zu mal an Rizq als Religion gedacht? Wenn wir Allah bitten, oh Allah, versorge mich, denken wir nur an ein Cayenne und ein Whirlpool irgendwo und so weiter. Ist ja nicht haram, bitteschön. Ja, möge Allah uns das alles versorgen, in diesseits und im Jenseits. Ja, das ist ja nicht haram, das Leben zu genießen, wenn es legal finanziert ist. Ja, das ist nicht haram. Aber wir müssen uns anschauen, hängen unsere Herzen zu sehr an der Dunya oder an Al-Akhira? Ar-Razzaq versorgt dich. Und Ar-Razzaq subhanahu wa ta'ala kann dich versorgen. Er ist der Besitzer, Jalla wa ala, der König, subhanahu. Also er ist der Reiche. Sein Besitz verringert sich nicht dadurch, dass er uns viel gibt. Dieser Schöpfer, Subhanah, der uns so viel gegeben hat, was haben wir von ihm gebeten und was haben wir von ihm verlangt? Schau dir mal an, wenn du deinen Tag so anschaust, wie oft bittest du Allah um das Paradies und wie oft bittest du Allah um weltliche Sachen?
Das heißt nicht, dass du nicht weltliche Sachen verlangen sollst. Ganz im Gegenteil. Wir sollen das. Wir sollen Allah Azza wa Jalla um weltliche Sachen verlangen. Wir bitten Allah Subhanahu wa Ta'ala, dass er uns die Tore der Versorgung öffnet. Dass er uns reichlich versorgt mit Geld. Dass er uns aber durch diese Versorgung trotzdem festigt, dass wir nicht verführt werden von dieser weltlichen Versorgung. Aber wenn wir mal vergleichen, wie oft bitte ich Allah ums Paradies und wie oft bitte ich Allah um einen Job? Wie oft, wenn ich krank bin, bitte ich Allah um Gesundheit? Ist ja auch schön, ja? Möge Allah all unsere kranken Geschwister heilen. Aber wie oft bitten wir Allah neben der Gesundheit um Rechtleitung? Das ist die Frage. Wenn unsere Herzen zu sehr sich zugewandt haben an diese Dunya und sich etwas abgewandt haben von Al-Akhirah, vom Jenseits, dann haben wir diesen Namen Ar-Razzaq nicht vollständig verstanden, sondern nur ein Teil, nur ein Ausschnitt, nur diesen weltlichen Teil. Aber den Teil der Versorgung, welches uns was bringt, Yawm al-Qiyamah, da verlangen wir leider nicht so sehr von Allah subhanahu wa ta'ala. Kommen wir nun zu einem Ausschnitt dieser Versorgung Allahs. Was ist die Versorgung Allahs Azza wa Jal? Erst einmal erwähnt Allah subhanahu wa ta'ala im Koran diese Tatsache, dass er der einzige Versorger ist. So sagt Allah Azza wa Jal, gibt es einen anderen Schöpfer als Allah, der euch vom Himmel und von der Erde versorgt? Es gibt keinen Gott außer ihm. Wie lässt ihr euch also abwendig machen? Diese Ayah, und ich habe immer wieder erwähnt, wenn wir den Koran lesen, müssen wir ihn lesen, als ob er wegen mir offenbart wird. Nicht wegen einem anderen. So musst du ihn lesen. Es sind Botschaften an meine Person. So muss ich ihn lesen. Nicht, dass ich denke, ah ja, ja, diese Ayah, die da meint Allah Abu Jahl. Nein, nein, sondern er meint mich. Wenn ich diese Ayah nun lese, gibt es einen anderen Schöpfer als Allah, der euch vom Himmel und von der Erde versorgt? Gibt es für mich einen anderen Schöpfer außer Allah, der mich vom Himmel und der Erde versorgt? So muss ich sie lesen. Und hier brauche ich nicht zu antworten, ja oder nein, mit der Zunge, sondern ich muss mich fragen, ob ich mit meinen Taten, mit meinem Leben richtig antworte. Wer ist bei uns der Versorger? Natürlich der Arbeitgeber. Das heißt, wir vertrauen dem Kontostand am Anfang des Monats oder am Ende, je nachdem, oder in der Mitte, egal wann du deinen Lohn bekommst, viel mehr vielleicht als Allah selbst. Oder haben Gewissheit, wenn die Bank zumacht, ist die Versorgung zu. Viele sind so. Viele vertrauen auf die Schöpfung mehr als auf den Schöpfer. Und deswegen gibt es viele, die verlangen die Versorgung auf Wegen, die Allah subhanahu wa ta'ala nicht erlaubt hat. Die Allah azza wa jal verboten hat. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat dem Propheten sallallahu alaihi wasallam erklärt, indem der Prophet sallallahu alaihi wasallam den Hadith erwähnte. Und zwar sagte der Prophet alaihi salatu wasallam, der Heilige Geist hauchte mir ein, also Jibril alaihi salam, dass keine Seele sterben wird, bevor sie nicht ihre Versorgung und ihre Lebenszeit vollendet. Keine Seele wird sterben, bevor nicht deine Lebenszeit vollendet ist. Wenn du noch eine Millisekunde zu leben hast, wirst du sie leben. Wenn du noch einen Happen, noch einen Schluck zu dir nehmen sollst, nach der Bestimmung Allahs, kann dir niemand diesen Schluck und diesen Happen wegnehmen. Das sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Also der Heilige Geist hauchte mir ein, dass keine Seele sterben wird, bevor sie
die Lebenszeit vollendet oder die Versorgung vollbracht ist. Also, sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam weiter, also bittet auf beste Art und Weise um Versorgung. فَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ. Also verlangt und sucht die Versorgung auf schönster, bester Art und Weise. Und jetzt kommt der springende Punkt. Und die Tatsache, dass sich die Versorgung verspätet, soll euch nicht dazu führen, die Versorgung auf verbotenen Wegen zu erlangen. Denn was bei Allah ist, erlangt man nur durch die Unterwerfung, nur durch die Befolgung Allahs. Hier kann natürlich jemand kommen, aber Sekunde mal, Leute stehlen und betrügen und lügen und leben in Saus und Braus. Anscheinend haben sie eine Versorgung erlangt auf illegalen Wegen, oder nicht? Es gibt doch viele Leute, die leben ein Leben in Luxus durch Betrügen und Lügen, durch Verkauf von verbotenen Sachen. Ja, anscheinend haben sie doch etwas erlangt. Das ist der Blick eines Menschen, der die Gesetzmäßigkeiten Allahs nicht verstanden hat. Dieser Besitz, dieses Geld, wozu ist es da? Es ist da, um glücklich zu werden. Geht es nur darum, einen Haufen Geld zu haben, so ein Tresor mit Abermilliarden Euros? Geht es ums Papier, das hinter diesem Tresor ist? Oder geht es um die Glückseligkeit durch dieses Papier, das in diesem Tresor ist? Es geht um die Glücklichkeit und Glückseligkeit, um die Freude, um den Genuss des Lebens. Und dieser Genuss, das ist die wahre Versorgung. Die erlangt man nicht auf einem anderen Weg, als auf dem Weg, den Allah erlaubt hat. Das heißt, du kannst Milliardär sein, aber trotzdem unglücklich sein. Und du kannst keinen Cent haben und der glücklichste Mensch auf dieser Welt sein. Und das ist die Versorgung. Warum wollen denn die Menschen Autos und Saus und Braus und Urlaub und so weiter und dann die Welt umrunden und so weiter und so fort? Für was? Um es zu genießen, oder nicht? Entweder sie genießen eben diese Zeit, ja, schwimmen zum Beispiel, oder Allahu A'lam, irgendwelches 20-Gänge-Menü, das, was es ist, unbezahlbar ist. Einige kaufen sich ein paar Gemälde für eine halbe Milliarde. Ja? Und warum auch immer, ja? Das müssen dann die Neurologen herausfinden, was in diesem Gehirn passiert ist. Auf jeden Fall, es gibt unterschiedliche Gründe, warum Menschen etwas tun, aber erlangen sie durch dieses Geld den Genuss? Natürlich nicht. As-Sa'ada, die Glückseligkeit ist eine Ware, die kannst du nicht kaufen. Die kannst du nicht kaufen. Und deswegen sagt Allah Azza wa Jal, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Und wer sich abwendet von der Ermahnung Allahs, der wird ein schlimmes Leben, ein bedrückendes Leben leben. Ein Scheich kam mal nach Deutschland. Dann hat er gesagt, was ist denn das für eine Sprache, die ihr spricht? Banke. Banke. Bank ist auf Arabisch bedrückt. Dieses Danke. Ja, danke eben, ja. Also auf jeden Fall, der Mensch, wenn er sich abwendet von der Ermahnung Allahs, von der Religion Allahs, dann kannst du aber Milliardär werden, aber du wirst nichts davon haben. Und deswegen ist der Reiche, der viel Iman besitzt. Schaut euch an, liebe Geschwister, wie viele Menschen sich das Leben nehmen, obwohl sie Geld haben. Viele, viele Menschen. Es gibt in Japan einen Wald, ich weiß gar nicht, wie der heißt, auf jeden Fall, das ist ein Wald, da gehen die Menschen rein, kommen nicht mehr raus. Der ist bekannt dafür und da wurden jetzt sogar Polizisten oder Allahu A'lam, also Leute, Wachmänner dort, weil die Menschen, die gehen da rein, um zu sterben. Weil das so schwierig wieder rauszukommen. Ist kein Wunder, weil das sind Länder, die überhaupt nicht an Gott glauben. Ja? Auch nicht auf falsche Art und Weise.
Das heißt, der Mensch, der den Iman hat, egal wie bedrückend das Leben ist, wird er trotzdem glücklich leben. Deswegen heißt es, dass es einen Menschen gab, der war querschnittsgelähmt und war verabscheut von seiner Familie. Den haben sie irgendwo auf den Bergen oder Allahu A'lam mitten in der Wüste gelassen. Bring ihm das Essen und das war's. Auf jeden Fall kam mal ein Mensch vorbei und hörte einfach nur Alhamdulillah, Alhamdulillah. Also ging er rein und sah diesen Menschen, wie er da liegt, blind und gelähmt und was weiß ich, was für Krankheiten der hat. Dann sagt er, warum bedankst du dich bei Allah? Für was? Für die Lähmung? Oder für, dafür, dass du blind bist? Dafür, dass du abgeschottet bist, dass die Leute dich nicht wollen? Da sagt er, ich danke Allah Azza wa Jal, dass er mir eine Zunge überlassen hat, die ihn erwähnt und die ihm gedenkt. Dieser Mensch weiß, auf was er setzt. So wie ein guter Händler, der weiß, die Ware, das kannst du vergessen, da wirst du kein Millionär. Da musst du dein Geld investieren. Der wusste, diese Zunge, das ist der Weg ins Paradies. Durch das Gedenken Allah subhanahu wa ta'ala. Und wir haben diese Zunge und wir benutzen sie aber nicht zum Gedenken Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, liebe Geschwister, Ar-Razzaq, wenn wir diesen Namen sehen, müssen wir uns daran erinnern, dass die Versorgung nicht nur die materielle Versorgung ist, sondern die wichtigere Versorgung ist die religiöse Versorgung. Und deswegen müssen wir Allah subhanahu wa ta'ala immer Allah bitten, dass er uns weiterhin natürlich materiell, aber auch religiös versorgt. Was sind nun die Auswirkungen dieses Namens? Die Auswirkung, liebe Geschwister, ist der wahre Tauhid. Der Tauhid im Sinne, dass ich nur Allah anflehe und dass ich nur von Allah bitte und dass nur Allah subhanahu wa ta'ala derjenige ist, den ich frage um Versorgung. Das heißt, dieser Name Ar-Razzaq bringt mir Vertrauen. Al-Aqidah, liebe Geschwister, hat einen Sinn. Und zwar, Al-Aqidah ist der Input ins Herz. Genauso wie du ein Gerät hast und da machst du was rein und da kommt irgendwas raus. Ja? Irgendein Produkt rein und dann bekommst du ein Produkt am Ende. Al-Tawhid oder beziehungsweise das Herz, der Input ist die Aqidah, diese Theorie. Es gibt Allah, Allah ist der Versorger, es gibt die Engel, es gibt die Yawm al-Qiyam. Das ist die Theorie, die muss ins Herz rein. Dann produziert das Herz etwas und das ist dann der Produkt. Das bedeutet, wenn wir diesen Namen Ar-Razzaq nehmen, produziert das Herz ein Gefühl. Dieses Gefühl ist dann Treibstoff für eine Handlung. Ist das klar? Also, wenn wir wissen, Allah ist Ar-Razzaq, also nehmen wir dieses Wissen rein in das Herz. Was entsteht jetzt? Welche Gefühle entstehen jetzt? Ja? Yaqin, also Gewissheit. Sonst noch was? Vertrauen hatte ich ja erwähnt. Weiter? Bitte? Ruhe, Glückseligkeit, ja? Dankbarkeit, ja? Antrieb, ja? Genau, Thika ist was? Vertrauen, genau? Keine Angst, also Sicherheit. Das sind alles Gefühle des Herzens. Das sind alles Gefühle des Herzens. Oder wie wir das islamisch nennen, Handlungen des Herzens. Was sind die Auswirkungen dieser Gefühle, wenn ich Vertrauen habe, Gewissheit habe, Dankbarkeit habe, Glückseligkeit habe? Was ist dann das Praktische jetzt? Gute Werke? Jetzt in Sachen Versorgung jetzt?
Ich bitte niemanden anderen außer Allah subhanahu wa ta'ala. Ich spende. Warum spende ich? Genau, weil ich weiß, Allah wird mich versorgen. Das, was ich rausgebe, wird er mir mehrfach wiedergeben. Es muss nicht sein, dass er mir den gleichen Betrag wiedergibt. Es kann sein, dass er mir den Betrag wiedergibt in anderer Form. Gesundheit oder auf einmal sind die Preise billiger, Allahu A'lam und so weiter. Auf jeden Fall muss ich diese Gewissheit haben, was ich auch gebe, wird mir Allah Azza wa Jalla wieder zurückgeben und zwar mehrfach. Ich werde also die Versorgung suchen auf erlaubten Wegen. Ich werde gar nicht erst suchen da, wo es haram ist, wo es verboten ist. Ja? Und deswegen jemand, der zum Beispiel Alkohol verkauft, glaubt der an diesen Namen Ar-Razzaq? Natürlich nicht. Der kann sagen, doch, doch, ich weiß, Ar-Razzaq, 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 Ar-Razzaq. Du kannst den Namen tausendmal erwähnen. Es geht nicht darum, ihn mit der Zunge zu erwähnen und zu wiederholen, sondern es geht darum, ihn zu leben. Ihn zu leben. Und wir sind in einer Situation, liebe Geschwister, oder in einer Zeit, in der viele Herzen erschüttert werden durch diese Aspekte. Du wirst wegen deiner Religion benachteiligt. Auf der Arbeit oder in der Schule. Zum Beispiel Wohnungssuche. Viel Spaß. Wenn du da antanzt, dann ist vorbei, oder? Die Diskriminierung, das ist ja kein Geheimnis mehr. Im Job, sobald sie deinen Namen sehen, hast du schon mal die Antwort, vielen Dank für Ihre Bewerbung und so weiter und so fort. Wenn du vielleicht jetzt keinen besonderen Namen hast und sie sehen dich am Ende, uch, das ist ja ein Muslim, ja, dann hast du auch gelitten. Genauso wie bei der Wohnungssuche. Diese Sache lassen einige von uns dann was nachlassen in der Religion. Ja, dann habe ich aber nicht verstanden, wer Ar-Razzaq ist. Dann habe ich das nicht verstanden. Wenn ich wegen der Versorgung weniger religiös bin, dann kann ich nicht behaupten, ich glaube an Ar-Razzaq. Dann ist Ar-Razzaq wer? Eben der Arbeitgeber. Oder eben dieser Wohnungsbesitzer oder was weiß ich wer, der mir jetzt die Versorgung gibt. Ich vertraue diesem Menschen mehr, als dass ich Allah vertraue. Und hier sagt Allah subhanahu wa ta'ala nochmal im Koran, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرُزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Und wer sich vor Allah in Acht nimmt oder gottesfürchtig wird, dem wird Allah einen Ausweg machen. Und er wird ihn versorgen auf Wegen, die er sich nie hätte vorstellen können. Das heißt, wenn du sagst, A'udhu billah, nein, 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 ich werde jetzt nicht etwas tun, was haram ist, sondern ich vertraue auf Allah subhanahu wa ta'ala, dann wird Allah azza wa jal mir eine Versorgung geben, obwohl ich habe mich nicht dafür beworben, ich habe nie darüber nachgedacht, zack, ist dieser Job da. Aber viele kommen und sagen, ach, guck mal, ich habe gestern angefangen, einen Job zu suchen, habe gesagt, ich werde auch insha'Allahu ta'ala alles machen, was ich kann, ja, und ich werde auch nicht nachlassen in Religion und so, ich werde auch keine Arbeit arbeiten, die haram ist. So, ja, da kam jetzt eine Absage, ja, aber Allah hat doch gesagt, er wird mich versorgen. Eine Absage. Allah Azza wa Jal wird die versorgen, die auch daran glauben, die auch nicht daran zweifeln. Und das wirst du nur erst dann bestätigen, und zwar dir, weil Allah weiß es schon immer, aber er will es dir nochmal bestätigen, wenn du mehrmals diese Prüfung durchgegangen bist. Nur einmal. Deswegen sagt Ibn Qayyim al-Jawziyyah rahimahullah allgemein über die Taube. Er sagt, wenn der Mensch die Taube wirklich durchsetzen möchte, kommt es zu einem Erdrücken des Herzens. Asratul Qalb, Pressen des Herzens. Das Herz wird gepresst.
Das heißt, wird geprüft, Tauglichkeit. Kennt ihr diese Tauglichkeitsprüfung bei Sofas, bei Ikea? Ja, dieses Zack rein und so weiter. Ob der Stuhl auch 50.000 Mal sitzen aushält oder das Bett. Dein Herz wird gepresst, geprüft. Mal gucken, die Qualität dieses Herzens. Wenn du natürlich bei der ersten Prüfung sagst, oh, das stimmt ja doch nicht, dass Allah versorgt, A'udhu billah, möge Allah uns davor bewahren, ja? Dann hast du gelitten. Dann wird dir Allah nicht helfen. Aber wenn du standhaft bleibst, dann wird dir Allah helfen. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, der beste Mensch, gibt es einen besseren Menschen? Und die Gefährten mit ihm, die besten Menschen nach dem Propheten, gibt es bessere Menschen? Mussten 13 Jahre lang die Unterdrückung erleiden. Nicht ein Jahr und nicht zwei Jahre. Davon waren 3 Jahre auf den Bergen oder Hügeln außerhalb von Mekka ohne Essen, ohne Trinken, gar nichts hatten die. Die sind verhungert, weil die Mekkaner damals sie boykottierten. Sie haben gesagt, gibt ihnen kein Essen, kein Trinken, wir dürfen mit ihnen nicht handeln und so weiter und so fort. Es ging so weit, bis wie Khadija radiallahu anha und andere, deren Vermögen war weg. Das waren ja nicht eine Woche oder zwei. Ihr Hab und Gut war weg. 3 Jahre ging das so. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam mittendrin. Und danach ging es doch weiter mit dem Foltern und so weiter. Erst nach 13 Jahren kam die Flucht nach Medina. Erst dann ging es den Muslimen gut. Das ist der beste Mensch mit den besten Menschen und er musste dieses durchmachen. Warum? Weil Allah Azza wa Jal nur die versorgt, die auch tatsächlich es aushalten. Erdöl ist ein Produkt, sehr teuer, oder? Na gut, relativ. Aber wie entstand es? Wie entsteht Erdöl? Ja, und wie lange müssen die da bleiben? Da geht es in einer Woche ein paar Plankton und so in die Suppe kochen und dann hast du Erdöl. Millionen Jahre oder aber Tausende von Jahren. Oder nicht? Muss es diesen Druck ausgesetzt werden, bis du Erdöl hast? Und dieser Iman, dieses kostbare Gut, das muss auch so gepresst werden, jahrelang. Erst dann wirst du reinen Iman fließen sehen in den Herzen der Menschen. So waren die Gefährten, radiallahu anh. Deswegen waren es auch die besten Menschen. Und daher, liebe Geschwister, all das, was wir sehen heutzutage an Unterdrückung und Folter und Bekämpfung von Muslimen, und niemand setzt sich für sie ein. Das ist eine Prüfung Allahs, tabaraka wa ta'ala, liebe Geschwister. Weil nicht jeder, der mitmachen will, darf auch mitmachen. Sondern nur der auch mitmachen kann, der wird auch mitmachen am Ende. Viele Leute denken, es wäre ein Spiel. Aber darum geht es nicht. Sondern Allah Azza wa Jal wählt die Menschen aus. Und das Auswahlverfahren, je stärker oder je schwerer es ist, umso edler ist auch die Auszeichnung am Ende. Stell dir vor, du gehst in eine Schule und du kriegst dein Abi hinterhergeschmissen. Du brauchst nur zu schlafen in der Schule und du kriegst dein Abi, dein Doktortitel. Ist dein Abschluss anerkannt bei den Firmen? Du sagst, hör mal zu, ich komme von der Schule, einfacher geht es nicht, ja, und bitteschön, ich habe in allen Fächern eine 1. Wirst du dann einen Job bekommen bei Mercedes und Porsche und so? Die werden dir sagen, vielen Dank, ja, tschüss, der Nächste bitte. Wenn du aber jetzt einen Abschluss hast von einer Schule mit einer Durchfallquote von 70%, also nur the best of the best sind da wirklich die Absolventen, ja, jede Prüfung, jede 3 Monate gibt es da eine schwierige Prüfung. Und dann nochmal eine Abschlussprüfung. Und dann musst du dann nochmal was machen. Permanent kriegst du auf
den Kopf geschlagen, also nicht physisch, sondern indem du immer dich anstrengen musst und du kannst nicht mehr. Ja, vier Jahre Grundschule, dann nochmal die 9 Jahre, was weiß ich wo und so weiter und dann die Ausbildung. Ich kann nicht mehr, wann ist das endlich vorbei? Aber wenn es vorbei ist und es wird vorbei sein, wenn es vorbei ist und es wird vorbei sein, dann sagst du, das hat mir gut getan, oder nicht? Diese ganzen 9 Jahre Schule, da Gymnasium, Büffeln am laufenden Band, Schlaflosen oder an der Uni oder bei der Ausbildung, ja, und ich konnte nicht schlafen, ich muss dann nochmal um 12 Uhr nachts Kaffee trinken, damit ich überhaupt wach bleibe und so weiter und so weiter. All diese, und ich konnte nicht irgendwie verreisen oder so, ich musste leiden und ich musste vielleicht meine Familie auch mal ein bisschen im Stich lassen. All dieses Leid hat am Ende was gebracht, dass du jetzt einen guten Job hast. Und dass du jetzt empfangen wirst bei der besten Firma. Und du wirst nicht empfangen im Firdaus al-A'la, wenn du nicht diese Schule der Prüfungen durchgemacht hast. Wenn du nur durch Schlafen ins Firdaus gelangen kommst, dann weiß ich nicht, was für ein Buch du gelesen hast. Aber sicherlich nicht den Koran. Aber wenn du den Koran gelesen hast, wenn du eine Ayah liest, wie zum Beispiel die Aussage Allahs Azza wa Jal, denkt ihr denn, dass ihr ins Paradies eintreten werdet, obwohl ihr mitbekommen habt, jene, أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء. Das heißt, die Unterdrückung und Folter wurde ihnen zugetan und sie waren erschüttert, bis dass der Prophet und die Gläubigen mit ihm sagen, wann kommt die Unterstützung Allahs? Diese Ayah, liebe Geschwister, macht uns fertig. Der Prophet war die Prüfung dermaßen schlimm. Ja, sie war dermaßen schlimm. Bis dass der Prophet und die Gläubigen sagen, wann kommt die Unterstützung Allahs? Die Unterstützung Allahs ist nahe. Weil wenn die Prüfung dann ihren Höhepunkt erreicht, dann ist die Unterstützung Allahs nahe. Deswegen, liebe Geschwister, all was wir sehen und alles was wir erleben, wenn wir sehen, dass unsere Geschwister unterdrückt werden, dass irgendwelche Menschen einfach so entscheiden, dass der Besitz von Menschen weggenommen wird und anderen gegeben wird, dann dürfen wir nicht denken, Allah hätte uns vergessen. Wir dürfen nicht denken, Allah Azza wa Jal ist nicht in der Lage, uns zu unterstützen, sondern wir müssen verstehen, wir machen gerade eine Operation. In dieser Operation, wie im OP-Saal, wird man aufgeschlitzt, es wird Blut fließen, vielleicht hört das Herz für einen Moment auf zu pochen und so weiter und so fort. Aber am Ende ist diese Operation etwas Gutes oder Schlechtes? Es ist etwas Gutes, weil du den Tumor zum Beispiel weg hast oder diese Krankheit eben verschwunden ist. Du bist nach der Operation stärker als vor der Operation. Und genauso ist es mit dieser Umma, liebe Geschwister. Wir haben nämlich noch nicht verstanden die Aussage Allahs, Allah ändert nichts. Diesen Abschnitt der Ayah haben wir noch nicht verstanden. Die Ayah geht weiter, bis sie sich selbst ändern, bis jeder sich selbst ändert. Aber belassen wir es beim ersten Teil. Allah ändert nichts. Das müssen wir verstehen. Das heißt, wir werden noch unterdrückt? Ja. Das heißt, es werden noch viele Menschen flüchten müssen? Ja. Das heißt, wir werden noch viel Unrecht sehen? Ja. Es ändert sich nichts? Nein, es ändert sich nichts. Das müssen wir verstehen. Erst wenn du dich änderst. Wir denken, ja, okay, vielleicht ändert sich ein bisschen was und ich kann auch langsam, aber sicher mal darüber überlegen, ob ich mich ändere. Nee, es wird sich, überleg, wie du willst.
überlegt die nächsten 100 Jahre, aber es wird sich auch die nächsten 100 Jahre nichts ändern. Wie oft, haben wir gesehen, dass es unseren Geschwistern schlecht geht? Wie oft haben wir das Lästern aufgegeben? Nö, wir lästern umso mehr. Wie oft haben wir gesehen, dass es den Muslimen schlecht geht? Haben wir uns Allah mehr zugewandt? Lesen wir den Koran jetzt mehr? Nö. Warum sollte ich auch? Beten wir mehr? Fasten wir mehr? Spenden wir mehr? Haben wir Taube von unserem Leben gemacht? Haben wir unser Leben bereut? Die Art und Weise, wie wir leben genauso wie immer, oder nicht? Wir leben genauso wie immer. Du wachst genauso wie immer auf, du gehst genauso wie immer schlafen, du machst genau das Gleiche wie immer. Hast du irgendeine Rolle übernommen im Islam? Hast du irgendwas übernommen jetzt? Machst du irgendetwas? Lernst du deine Religion mehr? Nö. Wie viele Ayat jetzt? Seitdem einige Menschen, deren Namen wir hier aus Respekt zur Moschee nicht nennen wollen, gemeint haben, irgendeine Stadt soll irgendwie die Hauptstadt eines Landes sein. So, seitdem das passiert ist, wie viel Koran hast du gelesen? Ah, ich war die ganze Zeit im Facebook und habe da Posts gemacht und Bilder geschickt. Ist das eine Ibadah? Wir lügen uns selbst an. Wir nehmen diese Dosis an Mittel, damit wir dann wieder sagen können, oh, Alhamdulillah, heute habe ich viel getan für die Umma. Ich habe 20 Mal die Moschee gepostet. Was ist das? Was soll das am Ende sein? Ja, aber wir müssen doch was machen. Das kannst du mir gerne machen. Du kannst 1000 Mal posten, aber geh Koran lesen. Geh Koran lesen. Nachdem diese Sache erwähnt wurde, international, die ganzen Medien, die Moscheen, waren die dann so voll wie Jumu'ah im Morgengebet? Vielleicht waren sie sogar Lehrer, oder nicht? Also weniger. Deswegen, liebe Geschwister, Allah hat Zeit. Allah hat Zeit, wenn wir es nicht verstehen wollen. Allah hat Zeit. Deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu den Gefährten, Allah eilt nicht wegen eurer Eile. Also nicht, dass wir denken, wir haben keine Zeit mehr. Wir wollen endlich mal, dass die Unterdrückung aus und vorbei ist. Ja, Allah hat Zeit. Er wird sich nicht beeilen, nur weil du eilig bist. Ändere dich, dann wirst du auch die Änderung sehen. Aber nur weil wir die Änderung wollen, aber wir sie nicht durchsetzen, dann wird sich nichts ändern. Versteht ihr, liebe Geschwister? Das ist auch eine Versorgung. Die Unterstützung Allahs ist eine Versorgung. Sie hat aber Bedingungen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Allah verspricht den Gläubigen unter euch und die Gutes tun, لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ. Er wird sie zu Statthaltern sein lassen, wie er schon einst die vorangegangenen Völker zu Statthaltern gemacht hat. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ. Und er wird ihnen ihre Religion umsetzen oder festmachen, also dass sie ihre Religion auch ausleben können. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. Und er wird ihnen die Furcht durch Sicherheit umwandeln. Aber dann kommt die Voraussetzung, wenn sie mir dienen und mir nichts beigesellen. Wenn sie mir dienen und mir nichts beigesellen. Hier noch einmal, nicht, dass du denkst, ja gut, ich bin doch kein Abu Jahl und Abu Lahab, ich habe doch kein Götzen daheim. Ja, ja, daheim hast du keine, aber in deinem Herzen. Was bedeutet denn bitte schön Tauhid? Tauhid bedeutet, dass du nichts anderes willst außer Allah. Das ist Tauhid. Tauhid bedeutet nicht nur, dass du nicht Buddha anbetest, sondern Tauhid bedeutet, dass du nichts anderes willst oder liebst außer Allah. Dass du bereit bist, alles zu verlassen und zu lassen, nur Allah nicht. Sind wir so? Nein, also meinen Job verlasse ich nicht.
Und mein Haus auch nicht. Und mein Prestige auch nicht. Und mein was weiß ich was auch nicht. Wir sind noch nicht so weit, liebe Geschwister, so einfach. Wenn wir so weit sind, wie die Sahabe es waren, die Sahabe waren so weit, die haben gesagt, wir lassen unser Hab und Gut weg für Allah subhanahu wa ta'ala. Wir werden nicht das sagen, was die Polytheisten von uns verlangen, dass wir ab und zu mal deren Götzen anbeten und dann ab und zu die unseren Gott, ja, und dann machen wir gemeinsam ja, Götzendienst und so weiter und so fort. Oh, das werden wir nicht machen. Sondern wir bleiben standhaft. Nach 13 Jahren Standhaftigkeit hat Allah Azza wa Jal die Unterdrückung unterbrochen. Wir wollen noch, bevor wir diese Standhaftigkeit zeigen, wollen wir schon, dass die Unterdrückung aus und vorbei ist. Also, liebe Geschwister, wenn wir diesen Namen Ar-Razzaq uns anschauen, müssen wir auch wissen, welche Bedingungen er aufgestellt hat. Die Bedingung ist, richtig glauben. Richtig glauben bedeutet nur Allah verlangen, niemand anderes. Was willst du in deinem Leben? Ich will die Zufriedenheit Allahs. Was noch? Nichts. Das ist Tawhid. Das ist Tawhid. Wenn du sagst, und, das ist kein Tawhid mehr. Das heißt nicht, dass es gleich der größte Kufr ist und du bist kein Muslim. Nein, nein, sondern es geht darum, wie stark der Iman ist. Wie stark der Iman ist. Je mehr die Dunya in deinem Herzen einen Platz hat neben Allah, umso weniger ist dein Tawhid. Wenn du dann irgendwann mal sagst oder denkst, ich brauche Allah nicht, ich will die Dunya, dann hast du verloren. Aber nicht erst dann, oder andersrum formuliert, Allah wird die Unterstützung erst dann uns geben, wenn in unserem Herzen nur noch Allah ist. Nur noch Allah ist. Soweit sind wir nicht. Soweit sind wir nicht. Die Dunya ist in unseren Herzen noch verankert. Möge Allah unsere Herzen reinigen. Allah subhanahu wa ta'ala ist also Ar-Razzaq und wie bereits gesagt, der größte Rizq ist die Rechtleitung Allahs, tabaraka wa ta'ala. Und diese Rechtleitung Allahs, die verlangen wir von Allah subhanahu wa ta'ala jeden Tag. Ihdina as-sirat al-mustaqim, leite uns recht zum geraden Weg. Das ist die größte Versorgung, liebe Geschwister. Und diese Versorgung wird aber nur erreicht, wenn die materielle Versorgung legal ist. Deswegen sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Der Mensch nimmt seine beiden Hände hinauf und bittet Allah. Und sein Essen ist haram. Und sein Trinken ist haram. Und seine Kleidung ist haram. Wie will er, dass Allah ihn erhört? Das heißt, das Bittgebet wird erst dann erhört und die Rechtleitung kommt erst dann, wenn du auch diese Voraussetzung einhältst, dass deine Nahrung halal ist, dass deine Kleidung halal ist, deine Wohnung halal ist. Wie oft sind wir, liebe Geschwister, nicht in der Lage, uns fernzuhalten von irgendwelcher Versorgung und wir sind also Produkten, und wir sind bereit zu sündigen. Ja, dann hole ich mir halt das Haus mit einem Zinsdarlehen oder das Auto oder die Küche oder Allahu A'lam was. Ja. Wir haben nicht diese Disziplin zu sagen, nein, nein, nein. Und wenn ich in einem Zelt lebe, in einem Stall lebe, ich werde kein Haus kaufen oder Auto oder Allahu A'lam was, was haram ist. Wenn wir diese Disziplin nicht haben, dann brauchen wir uns nicht zu wundern, warum die Unterstützung Allahs nicht gekommen ist. Und deswegen, wenn wir uns die muslimischen Familien anschauen, vielleicht bist du soweit, deine Ehefrau nicht. Oder deine Ehefrau ist soweit, du bist aber nicht. Oder die Eltern sind soweit, die Kinder aber nicht. Deswegen ist die erste Stelle, bei der wir anfangen müssen, dass die Familien islamischer werden.
dass alle Familien tatsächlich diesen Tauhid auch leben. Nicht nur du als Ehemann oder nicht nur die Frau als Ehefrau, sondern wir alle zusammen müssen uns erziehen dazu. Dass meine Kinder nicht sagen, ja, guck doch mal, alle haben ein Auto, wir haben keins oder alle haben. Oder die Frau sagt, ich will auch jetzt endlich mal ein Haus, ein Familienhaus. Oder der Mann sagt, es gibt auch viele Schwestern, die leben in schwierigen Situationen. Der Mann holt halt das Haus mit Zinsen oder die Autos und so weiter. Und sie sagt, fürchte doch Allah, lass uns doch in einer Einzimmerwohnung wohnen. Aber es ist halal, das ist doch viel besser. Das ist das alltägliche Leben. Glaubt ihr, wenn das alltägliche Leben der Muslime so ist, wird die Unterstützung Allahs kommen? Wir müssen uns ändern, dann wird die Unterstützung Allahs kommen. Viele von uns überlegen sich immer, ja, was kann man da machen, politisch und was weiß ich was und medial und so. Allah Azza wa Jalla hat diese Spielregeln festgesetzt. Die Menschen ändern sich, dann wird Allah es zulassen, dass die Situation es ändert. Mach dir keinen Kopf. Mach dir keinen Kopf. Sorge nur dafür, dass die Individuen sich ändern. Das heißt, mach Da'wah. Da'wah heißt nicht nur, dass ich Vorträge halte. Das ist eine Form der Da'wah. Sondern jeder von uns muss die Da'wah machen. Da'wah zu was? Zur Rückkehr zu Allah subhanahu wa ta'ala. Als Familienvater, als Mutter, als Ehemann, als Ehefrau, als Sohn. Das ist unsere Aufgabe, liebe Geschwister. Und hier müssen wir auch, dürfen wir dem Teufel nicht in die Falle geraten. Weil viele sagen sich, ja gut, aber ich sehe nicht die Frucht der Arbeit. Oder man erkennt nicht das Licht am Ende des Tunnels. Ich sehe nicht, dass es was bringt oder so. Das ist nicht dein Job. Die Ulama haben gesagt, die Geschichte der Ashabul Uchdud, das Volk, das von diesem Tyrannen verbrannt wurde. Er hat einen Graben gegraben und dann das Feuer dort entfachen lassen. Und dann hat er die Gläubigen genommen, ihnen gesagt, glaubt ihr, dass ich Gott bin oder nicht? Nein, zack, wurden sie reingeschmissen. Das ganze Volk wurde verbrannt. Da war eben diese eine Mutter mit ihrem Säugling. Und sie hatte war etwas zurückhaltend. Da hat dieses Säugling geredet und es sagte, meine Mutter, sei standhaft, du bist auf dem richtigen Weg. Diese Geschichte erwähnt Allah im Koran und der Prophet sallallahu alaihi wasallam in der Sunna. Aber was ist jetzt mit dem Tyrannen? Hat er gelitten am Ende? Hat er ein schlechtes Ende? Haben andere sich gerecht, wissen wir nicht. Kann sein, der hat so schön gelebt wie nie, nachdem er diese Menschen gefoltert hat. Ja, aber wo ist das Happy End? Das lässt du Allah, das überlässt du Allah, das ist nicht dein Job. Dein Job ist, auf dem Weg zu gehen. Was am Ende passiert, ist nicht deine Sache. Al-Rasul sallallahu alaihi wasallam, hat er erlebt, wie Ägypten islamisch wurde? Nein. Hat er erlebt, wie Asien islamisch wurde? Nein, hat er nicht erlebt. Er hatte nur die arabische Halbinsel erlebt, wie sie Muslime waren. Mach deinen Job und mach ihn so richtig nach Koran und Sunna und nach dem Verständnis der Gefährten. Ob du erkennst oder ob noch in deinen Lebzeiten du die Früchte ernten kannst oder die nächste Generation die Früchte erntet, das ist egal. Das ist egal. Und deswegen sagen die Gelehrten, ja, was hat das Volk jetzt davon? Die wurden alle verbrannt und jetzt, was haben wir jetzt davon? Wir haben davon, dass dieses Volk für immer und ewig im Koran erwähnt wird. Bis Yawmul Qiyamah. Dieses Volk durch diese Standhaftigkeit ist zu einer Akademie für alle Generationen bis Yawmul Qiyamah geworden. Die sind nicht einfach nutzlos gestorben. Deren Tod, deren Folter, dieses Ende, das sie erlebt haben, ist eine Schule für alle Generationen bis Yawm al-Qiyamah. Worum geht es in dieser Schule? Mach deinen Job und das Ende überlasse es Allah subhanahu wa ta'ala. Daher die Frage, liebe Geschwister,
Was machst du praktisch für Allah subhanahu wa ta'ala? Ich bete nicht nur für dich, für die Ummah. Für die Ummah. Was machst du? Wie hilfsbereit bist du? Und du selbst, deine Persönlichkeit, hast du sie weiterentwickelt, islamisch, wissentlich? Noch einmal, wenn du schlafen willst, Allah hat Zeit. Aber du musst dann damit leben, dass vielleicht du, nicht vielleicht, dass du ein Grund bist, dass die Unterstützung Allahs sich verspätet hat. Denn wärest du gottesfürchtig genug, hätte Allah dein Bittgebet erhört. Oder nicht? Die Tatsache, dass du nicht so gottesfürchtig geworden bist, wie es Allah möchte, ist ein Grund, dass ein Teil der Umma, nicht unbedingt die ganze, aber dass ein Teil der Umma immer noch leidet. Daher diese Geschichte der drei Menschen, die in einen Felsen geraten, die in eine Höhle geraten sind und dann dieser Felsen sie eingesperrt hat. Kennt ihr diese Geschichte? Und dann bat der erste Allah Azza wa Jalla, er sagte, oh Allah, ich hatte Eltern, ich war gut mit ihnen und so weiter. Bitte hilf uns hier raus. Dann bewegte sich dieser Felsen ein Stück. So, sie konnten aber nicht alle hinaus. Dann hat der zweite angefangen, oh Allah, ich hatte eine Cousine, ich wollte Haram, dann habe ich es doch nicht getan. Oh Allah, meine Taube, wenn du sie angenommen hast, dann hilf uns hier raus. Dann hat sich dieser Felsen auch noch einmal etwas bewegt. Sie konnten aber immer noch nicht heraus. Der dritte sagte, oh Allah, ich hatte einen Mitarbeiter, ich wollte dem seinen Lohn geben, eine Handvoll Reis. Dann hat er gesagt, ach, was soll ich mit dieser Handvoll Reis? Ja, das bringt mir auch nichts, kannst du behalten. Dann hat er dieses Reis investiert und eingepflanzt und es wurde mehr, bis er damit ein Riesenvermögen hat. Dann kam dieser Mensch nach Jahren und sagte, könnte ich doch nochmal diese Handvoll Reis haben, ich brauche sie doch. Dann hat er ihm gesagt, siehst du all dieses Vieh und die Mitarbeiter und dieses ganze Land? Ja, was ist damit? Ich wollte eigentlich nur meinen Handvoll Reis. Das ist dein Handvoll Reis, ich habe es investiert, nimm alles mit. Also hat er alles mitgenommen. Dann sagt er, oh Allah, wenn du weißt, dass ich das für dich gemacht habe, aufrichtig, dann hilf uns hier raus. Dann hat sich dieser Felsen bewegt und sie konnten alle heraus. Die Frage jetzt, warum konnten sie nicht schon beim ersten heraus alle? Allah Azza wa Jalla kann ja den Felsen sofort wegbewegen oder nicht. Aber er hat es nicht getan. Nachdem der Erste gebeten hat, hat Allah den Felsen schon etwas bewegt, aber sie konnten nicht heraus. Warum denn nicht? Weil die Umma alle zusammen anpacken muss. Du kannst nicht sagen, ich gehe mal schlafen, die anderen machen es. Nein, nein. Du bist schuld, dass dieser Felsen sich nicht weiter bewegt. Es gibt gute Menschen, tugendhafte Menschen. Aber vielleicht bist genau du der Schuldige, dass die guten Menschen nicht ausreichend sind. Also musst du der Dritte im Bunde sein eben, durch den schlussendlich dieser Felsen ganz weggegangen ist. Versteht ihr, liebe Geschwister? Allah Azza wa Jalla hat Gesetzmäßigkeiten, Regeln, nach deren Norm hilft er uns. Er hilft uns nicht einfach so. Das hat einen Sinn, wie ich bereits gesagt habe. Nicht jeder kommt ins Paradies. Nicht jeder, wer will, sondern jeder, der auch handelt, der sich bewegt, der sich aufmacht zu Allah subhanahu wa ta'ala. Möge Allah jalla wa ala die Situation der Muslime erleichtern. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere unterdrückten Geschwistern beistehen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala ihnen helfen und sie von dieser ganzen Folter befreien. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns benutzen und nicht ersetzen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns helfen, aufrichtig an ihm zu glauben, unsere Herzen mit dem reinen Glauben zu füllen. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.